herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und Kammer Micha dabei. Genau, und heute mal was ganz anderes, oder? Ja. Ein tolles Thema hier mit diesem kleinen Tischchen. Und ja, das passte vorher nicht mal rein. Und da haben wir gesagt, nein, bevor der auf den Müll kommt, machen wir heute ein kleines Makeover. Und das gefällt uns wirklich gut. Ihr Lieben, und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Hier haben wir die beiden Nachttische. So sehen die jetzt komplett aus. Und dann geht es hier vorne weiter. Da habe ich einmal ein Seeseil in so Naturton. Und hier vorne habe ich noch mal eine schwarze Kordel. Da gucke ich, auf welche ich nachher benutze. Dann habe ich hier einmal die Kreidefarbe. Und zwar habe ich da, jetzt muss ich mal eben gucken, das ist der Ton Khaki, grün. Khaki grün, ah, okay, genau, einmal Khaki grün und dann habe ich, glaube ich, einmal Kakao und einmal ein Klarlack für danach. Dann habe ich einige Pinsel mir zur Seite gelegt und da gucke ich gleich mal, welche ich brauche und eine Heißklebe sowie habe ich hier vorne Schablonen und genau, da gucken wir dann auch und ich würde sagen, es geht los. Und ein bisschen Schleifpapier habe ich vergessen, lag da eben auch, hatte ich nicht vorgestellt. Und bevor wir jetzt anfangen, fange ich einfach an, hier mit einem feuchten Lappen erstmal die Schränke schön abwischen und gucken, dass die kein Dreck dran haben, beziehungsweise Wachs müsste man dann mit Alkohol nochmal entfernen. Die wische ich jetzt erstmal komplett ab. Ich dachte, dass ich hier die zum Aufmachen hier die kleinen Knaufe hier, dass ich die abdrehen kann. Das geht leider nicht. Dann werde ich jetzt nur ein bisschen aufpassen beim Malen. Ich lasse sie jetzt dran und werde sie danach anders dekorieren. Das ist ein richtig schöner Ton. Guck mal, ist eigentlich fast identisch hier mit unserer Tischdecke. Genau, also ich habe jetzt den Deckel auf und rühre den erstmal richtig, richtig gut um. So, und dann nehme ich den Pinsel und fange an, das Schränkchen erstmal richtig schön. Und das geht richtig gut, richtig schön einzustreichen. Ich versuche jetzt hier mit der Maserung einen Strich hinzukriegen. Und genau, ich male den erstmal richtig schön an. Aber der deckt, guck mal, wie fantastisch. Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin der Meinung, mit einem Anstrich haben wir das wirklich super abgedeckt. Hier oben, wo die Verzierungen sind, da gehe ich einfach so tupfig mit dem Pinsel, damit das überall reingeht. Und das macht auch nochmal, finde ich, so einen schönen, richtig tollen Vintage-Look. So, und dann nehme ich den anderen Rest hier unten noch mit einem kleinen Pinsel und streiche mir das eben ein. In der Regel ist es so, nach einer Stunde, dass die Farbe handtrocken ist und nach 4 Stunden, so steht das auch drauf, ist es richtig schön eingetrocknet. Bei den Schubladen hier könntet ihr, wenn ihr das jetzt so haben möchtet, einfach ein bisschen abkleben oder ihr geht mit einem kleinen Pinsel da unter. Das ist auch relativ einfach. Aber was ich einmal eben zeigen möchte hier, ich nehme einfach ein bisschen Kreidefarbe und tupf mir das jetzt hier auf die Verzierung rein, damit die Farbe auch richtig schön da überall haften kann. Und ihr könnt auch, wenn ihr das mögt und noch mehr shabby haben wollt, ist es natürlich immer wichtig, wie man die Farbe raufbringt. Man könnte es jetzt tupfen, dann kann man das so lassen. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, jetzt einen normalen Pinselstrich zu machen. Ich finde das ganz schön hier. Und genau, ich mache jetzt hier einmal die Farbe auf die Verzierung, dann hier den Rest. Und hier oben zeige ich nochmal hier einfach nochmal die Kanten innen drin. Und dann haben wir auch die Schubladen fertig.
Und beide Kommoden angestrichen. Und das war richtig super, ne, Micha? Ja, hat Spaß gemacht. Ja, Micha hat auch richtig schön geholfen. Und genau, wir werden die jetzt erstmal trocknen lassen. Ich würde mal sagen, so eine Stunde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Super schön geworden. Also gefällt mir wirklich gut. Dir auch, Micha, ne? Ja, das ist richtig eine schöne Farbe, ne? Ja, ist eine ganz tolle Farbe. Und es fühlt sich super an, ganz weich. Lässt sich super anstreichen. Und ich habe gestern mal geguckt, nach einer Stunde war es wirklich gut getrocknet. Nach 4 Stunden war es wirklich ganz trocken. Aber wir haben jetzt gesagt, heute, einen Tag später, genau 24 Stunden später, machen wir weiter. Und zwar geht es nämlich weiter jetzt mit dem Möbellack und mit dem Klarlack. Weil das finde ich wichtig, gerade wenn, damit das nicht abgenutzt wird und die Farbe versiegelt wird, nehmen wir jetzt beide den Pinsel in die Hand und werden den Klarlack einmal relativ dünn, also nicht dick, sondern wirklich ganz dünn nur auftragen. Ich zeige euch das mal eben und da wird jeder jetzt einen Schrank gleich machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den einmal trocknen lassen und noch eine zweite Schicht, wenn ihr irgendwelche Schränke habt, die oft angefasst werden, wo viel Abnutzung ist, da ist immer zweimal ein Überstrich ganz gut. Aber ich würde sagen, hier reicht einer und ich zeige euch das einmal eben. Ich nehme jetzt hier auf, wie mit der Farbe, was immer sehr wichtig ist, dass man das gut mischt. Richtig schön umrühren. So, ich nehme jetzt den Pinsel, habe mir ein bisschen Lack drauf gemacht. Und gehe jetzt ganz vorsichtig hier, beziehungsweise nicht vorsichtig, aber mache das ganz dünn, wie jetzt hier eine Schicht drauf. Und ich lackiere oder male immer so, dass ich hier erstmal genau die Seiten mache mit einem kleinen Pinsel. Und nachher könnt ihr auch super die großen Flächen natürlich mit einem großen Pinsel oder mit einer Rolle, wenn ihr habt. Aber das kommt natürlich darauf an, wie man auch gerne manche tupfen auf und das gerne getupft haben, dann doch ein bisschen shabby-mäßig. Aber ich mache jetzt erstmal meine Ränder. Ich hatte erst überlegt, mit Schleifpapier das wirklich hier auf Vintage an den Ecken zu machen, aber ihr werdet das sehen, da kommt noch ein bisschen was dazu und der wird noch ein bisschen anders verändert. Und ich glaube, das reicht, wenn er dann wirklich ein anderes Makeover bekommt. Super klasse, hat super, ging ganz schnell, super funktioniert, findest du auch, ne? Ja. Also ganz toll. Ist auch super trocken schon. Es sind jetzt, weiß ich nicht, würde mal sagen, so eine halbe Stunde, dass wir fertig sind. Und wir warten aber trotzdem bis morgen und wir werden uns nämlich gleich wiedersehen. Dann kommt hier der Endschliff und dann werden sie nochmal so richtig aufgepimpt. Also bis gleich. Bis gleich. Nochmal 24 Stunden später. Und ich glaube, das ist wirklich gut, weil ich glaube, es ist am besten, wenn die Kreidefarbe doch ein bisschen länger trocknet als, ja, wir haben gedacht, wir warten einfach ein paar Stunden noch ab und dann sind wir uns ganz sicher, dass es wirklich gut trocken ist. Und das ist auch wirklich toll trocken und es hat super funktioniert mit der Lackierung. Ich bin total begeistert. Das Projekt werden wir definitiv noch mal öfter machen. Oder, Micha? Das ja, war wirklich das gut, hat Spaß ne? gemacht. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Und heute, da jetzt alles trocken ist, machen wir praktisch die Deko. Und ich zeige euch mal, ich habe so einige Schablonen, hatte ich mir mal besorgt. Und was natürlich total klasse ist, gerade bei diesen Schablonen kann man sich auch ganz kleine Passagen nur raussuchen. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht das Ganze haben möchte, kann man das hier, ich weiß nicht, Micha, können wir das so zeigen? Ja, ne? Hier zum Beispiel diese Passage finde ich sehr nett, wenn man jetzt ein kleines Teil hat, was man gerne verzieren möchte, dann macht man das und nimmt dann einfach hier nur diese Muster oder vereinzelte, nur eine Schwingung. Das finde ich total klasse. Ich möchte heute einmal diese Blume, also Blumen dürfen ja nicht fehlen. Wir haben sie heute nicht frisch in unserer Deko, aber die Blume kommt hier oben drauf. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dafür brauchen wir heute, da habe ich die Kreidefarbe hier, guck mal, Micha, das ist einmal Kakaoton. Das ist ein bräunlicher Ton, finde ich total schön und passt auch zu diesen Grünen. Dann hatte ich vergessen zu erwähnen, wenn wir mit Kreide arbeiten, ist es immer super, super gut,
wenn man den Pinsel nicht trocken in die Farbe reinmacht, sondern immer ein bisschen anfeuchtet. Entweder nimmt ihr eine Spritze oder so wie ich hier, ich habe hier jetzt ein bisschen Wasser und befeuchte den Pinsel vorher, weil er dann besser die Kreidefarbe aufnehmen kann und man besser arbeiten kann. Und heute nehme ich einen kleinen Pinsel, ich weiß nicht, wie nennen die sich, Künstlerpinsel oder ich habe keine Ahnung, den habe ich ja immer in Gebrauch, so einen kleinen Pinsel. Und diese Schablone, ich werde jetzt die Farbe aufmachen und schon mal mischen und dann geht das gleich los. So, ich rühre das richtig toll um. Ich habe jetzt hier so ein Holzstäbchen und ihr seht ja selber, die Farbe ist richtig fest und das sind Naturprodukte, die müssen sich erstmal vermischen. Und deswegen ist es auch total wichtig, wenn ihr mit Kreidefarbe arbeitet, ist es natürlich perfekt, wenn ihr zwischen den Schritten oder wenn ihr Pause macht, einfach den Deckel bitte zumachen. Ansonsten verdunstet diese Farbe sehr, sehr schnell. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Und ja, ich rühre jetzt noch mal ein bisschen. So, jetzt halten wir das mal. Micha, komm mal hier oben hin. Genau, hier oben. Und zwar ein kleiner Tipp. Hier ist es ein bisschen wässrig gewesen, ein bisschen Farbe nur genommen und habe wirklich ganz leicht raufgetupft. Wenn man jetzt kleine Ornamente hat, man macht ein Herz, nimmt es weg, dann ist es wirklich kein Problem. Aber wenn man so große Schablonen hat, ist natürlich die Gefahr, dass die Farbe da unterläuft und das verwischt. Hier ist es wirklich ein bisschen, nur ein Hauch zu viel Farbe gewesen und dadurch ist es hier jetzt ein bisschen verlaufen. Das finden wir jetzt überhaupt nicht schlimm. Das ist selbst gemacht. Das war das erste Mal. Wir haben ausprobiert, wie es funktioniert. Und das ist wirklich die beste Technik, finde ich zumindest. Also jetzt könnte man auch hier vorne auf den Schubladen zum Beispiel wirklich kleine Ornamente nochmal hier runterlaufen lassen. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er es gerne möchte. So, und weiter geht's mit dem Knauf. Ich finde, der passt jetzt gar nicht mehr, gerade mit diesen schönen natürlichen. Und das ist ja auch das Thema. Und deswegen habe ich mich hier für diese Jute-Schnur entschieden. Okay, das hat einen Durchmesser von 4 mm. Und ich fange jetzt hier an, einfach am Ende ein bisschen Heißklebe jetzt erstmal ranzumachen. Fixiere mir das, warte einen ganz kleinen Moment ab. Wie gesagt, immer schön aufpassen. Und dann versiegele ich erstmal das Ende und lege mir das jetzt hier einmal so rein. Und jetzt kommt hier Heißklebe rauf und ich werde jetzt hier mein Juteseil schon mal oben rauflegen, abwarten, trocknen lassen. Und jetzt könnt ihr vorsichtig mit der Heißklebe die Umrandung machen und das Juteseil jetzt hier rumkleben. Jetzt habe ich mir hier den Rest abgeschnitten. Ich habe wirklich nur hier oben hin die Schnur gemacht, habe mir das Stück abgeschnitten, gehe hier unten jetzt nochmal mit der Heißklebepistole und werde mir den Rest hier, das Ende, einfach darunter fixieren. Was kann man das so sehen? Ich halte das nochmal ein bisschen hoch. Und ich finde, das ist doch wirklich eine ganz schnelle und natürliche Deko-Idee. Ja, mal ganz anders. Stimmt. Und ich würde sagen, so kann er bleiben, oder? So kann er bleiben. So kann er bleiben. Wir machen auch keine weiteren Verzierungen. Ihr Lieben, und jetzt dekorieren wir ihn drüben ein, beziehungsweise beide, und wir sehen uns gleich. Ihr Lieben, und das gefällt uns wirklich gut. Er hat seinen Platz gefunden. Also passt hier wirklich mit der Farbe, mit dem Knauf und hier mit dem Seegras. Finde ich wirklich schön. Und das Thema passt hier wirklich gut rein. Ihr Lieben, und wir hoffen sehr, dass euch dieses Thema heute inspiriert hat, dass euch das gefallen hat mit diesem kleinen, wie soll ich sagen, wie sagt man dazu, Micha? Missgeschick? Genau. Ja, ja. Also das mit der Farbe, haben wir ja gesagt, lieber ein bisschen weniger. Einfach ein bisschen Übung, klein anfangen. Und ich glaube, wir machen das öfter. Es hat uns wirklich gut gefallen. Und wie gesagt, einen Daumen hoch, würden wir uns sehr freuen. Kostenloses Abo aktiviert, die Glocke bekommt ihr immer Info, wenn ein neues Video online ist. Und hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserer Homepage. Und da findet ihr noch Fotos, gegebenenfalls, wenn ihr irgendwelche Artikel sucht, die verlinken wir dann von unserer Homepage dann auch dahin. Also ihr Lieben, es hat uns wieder super gefreut und wir hoffen auch wenn es nicht so blumig war, dass dieses Thema euch gefallen hat. Also bis bald, eure Conny und Micha, der Kameramann. Genau. Tschüss. Tschüss.